Am vorletzten Freitag wurde bei einigen Vermögensklassen eine wichtige Intraday-Wende verzeichnet. Dies betrifft den US-Dollar-Yen, die US-Staatsanleihenrenditen und Gold. Wir werden prüfen, ob diese Wende genug Aufwärtsdynamik bis Monatsende für Reflationsaktiva schaffen kann. Wir beginnen mit dem Yen und zwar mit einer wöchentlichen Grafik auf der Finkrafts-Plattform mit der Aussicht auf die nächsten Quartale. Der Trend ist bullish, der Trendindikator ist nach oben ausgerichtet und hat Potenzial bis in die zweite Jahreshälfte, aber seit einiger Zeit wird hier eine Konsolidierung beobachtet. Der Tageschart mit dem Ausblick auf einige Monate zeigt ab Dezember eine Abwärtskonsolidierung, welche die Obergrenze der Korrekturziele erreicht hat. Die zugeteilte Zeit ist abgelaufen, daher erwarten wir, dass diese Preisebene ein Unterstützungsniveau bilden wird. Dass dieses Niveau am Freitag intakt geblieben ist, ist ein positives Zeichen. Deshalb erwarten wir bis Ende April zumindest eine Korrektur. Die Stundengrafik zeigt einen Abwärtstrend. Vor einer Woche wurde der Index überkauft. Die Unterstützung ist wieder auf Probe gestellt, kann aber durchaus gebrochen werden, sodass die Preise weiter sinken werden. Dieses Niveau hat sich als eine starke Widerstandsebene bewährt. Wir wollen konstruktiv bleiben und nehmen einen letzten Anstieg bis zum Ende April an, aber zur Bestätigung muss die Marke 112 überstiegen werden. Fassen wir zusammen. Längerfristig liegt der Yen noch in einem positiven Trend. Der Tageschart hatte bisher eine Abwärtskorrektur verzeichnet, erreichte aber die Unterstützungsebene. Und die Stundengrafik versucht schon mit einer Umkehr nach oben, ist aber noch nicht reif genug, um dies zu bestätigen. Nun gehen wir zu Mini-S&P-Termingeschäften auf dem wöchentlichen Chart über. Nachdem die Höhlkurven in Berührung kamen und etwas Druck machten, setzt die Grafik den Aufwärtstrend fort. Die Ziele sind erreicht. Der Risikoindex liegt im überkauften Bereich. Hier ist der Wochenchart mit einem Ausblick auf einige Quartale. Wir schließen einen letzten kleinen Sprung innerhalb von einigen Wochen nicht aus. Der Tageschart ermöglicht uns einen präziseren Einblick. Der Risikoindex ist noch nicht überkauft. Die Höhlkurven hatten sich erst berührt, aber später haben sie sich konsolidiert. Das Potenzial ist erschöpft, aber noch ein Aufwärtsschritt ist nicht auszuschließen. Die Stundengrafik ist neutral, liegt in einem Bärentrend, kann ihn aber umkehren. Wir sehen da gar keine Ziele, was für neutrale Situationen typisch ist. Der Risikoindex ist deutlich zurückgegangen, scheint sich aber nach dem Double-Bottom-Muster zu entwickeln. Um diesen letzten Ausbruch zu bestätigen, muss die Linie weiter ansteigen und das Niveau 2365 überqueren. Diese Marke entspricht den Höchstwerten von Ende März und von den letzten Wochen. Wir haben also einen abgeschöpften Aufwärtstrend auf dem Wochenchart, ebenso einen abgeschöpften Aufwärtstrend auf dem Stundenchart, aber es besteht doch etwas Potenzial für positive Entwicklungen auf dem Stundenchart, welcher sich stabilisiert hat und versucht, sich weiter nach oben zu bewegen. Gehen wir zu Gold über, also zum defensiven Vermögen. Gold liegt im Abwärtstrend, aber der Trend scheint bald am Ende zu sein. Innerhalb der letzten 11 Monate war er schon zweimal im überverkauften Bereich. Die Höhlkurven sind in Berührung gekommen und versuchen sich höher zu positionieren. Die eingeräumte Zeit geht zu Ende. Grundsätzlich wird bei Gold eine Talsohle gebildet. Dies ist ein Wochenchart mit einer vierteljährlichen Perspektive. Der aktuelle Trend kann noch bis Ende 2017 andauern, aber die Talsohle kommt schon langsam zur Geltung. Der Tageschart verzeichnet seit Dezember eine schöne Korrektur, welche allerdings die Ziele erreicht hat. Folglich sind die Goldpreise im Widerstandsbereich angekommen. Der Risikoindex ist noch nicht ganz überkauft,
Aber da sich die vorläufige Spitze sehr aggressiv bewegt und sich eventuell umkehren könnte, möchten wir auf eine potenzielle Trendlinie hinweisen, die hin und wieder aufgesucht werden kann. Demnach kann sich der Goldpreis in den nächsten Wochen auf der Ebene von 12,24 bis 12,40 konsolidieren, bevor er einen neuen Anstieg beginnt. Auf dem Stundenchart hat sich seit einer Woche eine Wende geprägt. Vermutlich liegt der Preis noch im Aufwärtstrend, da die Ziele noch nicht erreicht wurden. Aber der Risikoindex liegt schon fast im überkauften Bereich und der nächste Abwärtsimpuls könnte das Ende der Aufwärtskorrektur markieren. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Gold auf dem Wochenchart noch im Abwärtstrend liegt, beginnt sich aber umzudrehen. Die Tagesgrafik hat schon den ersten Schritt nach oben gemacht und ist auf Widerstand gestoßen. Der Stundenchart hat die Impulsziele beinahe erreicht und war fast überkauft, aber dann hat er sich umgedreht und den Rückgang fortgesetzt. Nun sind die US-Staatsanleihen dran. Ein weiterer defensiver Habenbestand. Hier wurde im Rahmen der Reflation des zweiten Halbjahres eine steile Korrektur verzeichnet. Nun sind die Korrekturziele erreicht und im Dezember sind die Preise von der Unterstützungsebene abgeprallt. Dieser Abprall ist auch auf dem Tageschart gut zu sehen. Die eingeräumte Zeit ist aus und die unteren Ziele der Aufwärtskorrektur sind erreicht worden. Folglich müsste die Korrektur zu Ende sein und der Preis sollte sich auf dieser Ebene stabilisieren, woraufhin gegen Mitte des Jahres ein nächster Konsolidierungsschritt nach oben folgen muss. Auf dem Tageschart können wir diesen Aufwärtsschritt genau untersuchen. Am vorletzten Freitag wurde eine Trendwende verzeichnet. Der Risikoindex ist überkauft. Die Ziele sind erreicht und jede Beschleunigung nach unten würde unsere Annahme bestätigen, dass innerhalb der nächsten 2-3 Wochen Risikoaktiva einen Schub nach oben und defensive Aktiva einen Schub nach unten bekommen sollten. Der Euro hat diesen Schub nach oben schon verspürt, dem Dollar gegenüber, da der letztere seit 9 Monaten als reflationäres Vermögen diente. Der Abwärtstrend beim Euro scheint sich langsam umzudrehen, liegt im überverkauften Bereich und die Ziele sind erreicht worden. Dies konnte allerdings den letzten Schritt nach unten nicht verhindern, den wir momentan beobachten. Der Tageschart setzt den Niedergang fort. Er hat sich schon ein paar Mal von der überkauften Kondition erholt, dürfte aber in den nächsten Monaten die frühere Untergrenze wiederholt testen und sogar noch tiefer gehen. Der Stundenchart mit wöchentlicher Perspektive kann innerhalb einiger Wochen ein paar Marken heruntersteigen. Der Risikoindex ist noch nicht völlig überverkauft. Generell ist eine Erholung nicht auszuschließen, aber in den nächsten 10 Tagen wird es noch bergab gehen. Der Dollar korrigiert nach oben und der Euro bewegt sich nach unten. Dies bestätigt den letzten Aufwärtsschritt bei reflationären Aktiva im Vorfeld der französischen Wahlen. Fassen wir die Entwicklung des Euro-Dollar-Paars zusammen. Wir sehen einen Abwärtstrend in allen drei Frequenzbereichen. Der Druck auf den Euro setzt sich fort. Werfen wir einen Blick auf die Brent-Preise, die sich seit Anfang 2016 genauso reflationär entwickeln. Die Korrekturziele sind erreicht, sodass ab Ende Dezember Widerstand spürbar wurde. Die Korrektur verstärkte sich im März, bekam Unterstützung von Korrekturzielen und prallte ab. In den nächsten Wochen kann es zu einer Beschleunigung kommen, sodass die Höchstpreise vom Januar-Februar erreicht oder gar übertroffen werden können. Generell bestätigt dieses Bild die Möglichkeit eines abschließenden Anstiegs der Reflationsaktiva innerhalb von 2 Wochen. Der Markt führt diesen Schritt auf die politischen Spannungen zurück, aber wir deuten es als Bestätigung unserer Annahme, dass die Reflationsaktiva ihren Anstieg noch eine Weile fortsetzen werden. Vielen Dank, auf Wiedersehen.